Hallo Opa. Hallo Charlie. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Elke Reperich. Ich bin seit 19 Jahren hier im Seniorenzentrum tätig und seit 2016 als Einrichtungsleitung. Mein Name ist Renate Langenbruch. Ich bin Jahrgang 47, das heißt, ich bin weit über 70. Ich bin Nicole Hartung. Ich arbeite seit 2 Jahren hier in der Einrichtung als Altentherapeutin. Ich bin Marianne Lohse, geboren am 7.4.36 in Rochlitz. Wie haben wir zu Anfang festgestellt, es ist cool. Guten Tag, schön Sie zu sehen. Schön dich zu sehen, Peppa. Okay. Ich hatte vorher schon mal über dieses Projekt Robotcare erfahren, auch im Fernsehen was darüber gesehen, einen Bericht, und habe mich dann halt mit der Firma Entrance in Verbindung gesetzt, um mir einfach mal einen Input zu holen. Wie geht es Ihnen denn damit, dass das ein Roboter ist? Gut. Gefällt mir gut. Da würde ich den ganzen Tag mitspielen. Also ich war angenehm überrascht von diesen Dingen. Dass ich dann auf den Wohnbereich komme und lasse ihn irgendwas singen oder irgendwas sagen. Oder ich weiß, da sitzt die Bewohnerin direkt vorne am ersten Tisch, und dann komme ich auf den Wohnbereich und er spricht direkt die Bewohnerin an und die guckt erstmal, fängt an zu lachen. Das ist schon, macht Spaß. Aber ich muss mich halt auch damit auseinandersetzen. Das ist die Hauptsache. Ich habe ein Vorgespräch mit den Angehörigen. Ist häufig das Erste, was gefragt wird: Haben Sie WLAN? Ja? Und das ist eine Sache, da gehen wir hin. Und dass wir das dann halt einfach weitergesponnen haben. Ich kenne ja viel so einen Quatsch vom Kinderfernsehen. Diese ganzen Weltraumgeschichten, ja. Ich kenne sowas alles. Das ist das Klientel, was kommen wird. Das ist einfach so. Und da muss man einfach mitgehen. Noch sind wir ja neugierig genug. Auch wenn man über 70 ist. Aber die Neugier darf man sich ja nicht nehmen lassen. Ja, einfach mit dem Fortschritt gehen. Ich denke, Peppa bleibt ja nicht nur stehen, ja, sondern wird sich weiterentwickeln. Das hören wir ja auch ganz oft. Und wenn ich da so ein Bewegungsprogramm habe, ich glaube, dann wäre sogar auch die Heimaufsicht und der MDK happy. Ich würde wahrscheinlich sogar spontan sofort mitmachen. Okay.